Wir sind erstmal sehr stolz darauf, dass Bosch hier investiert hat. Das war die wichtigste Entscheidung der letzten Jahre, die wichtigste Ansiedlung, die auch nochmal deutlich gemacht hat, wie gut der Standort Sachsen sich entwickelt hat, dass er auch wirklich gegenüber internationalen Standorten herausgestochen hat und am Schluss die Entscheidung für Dresden gefällt wurde. Mein Name ist Christian Keutsch, ich bin seit 1.7. in Verantwortung hier als Werkleiter bei Bosch in Dresden. Was machen wir hier? Wir haben die größte Einzelinvestition der Bosch-Geschichte in Dresden vor kurzem eröffnet, das moderne 300mm Chipwerk. Wir sind jetzt hier kurz vor dem offiziellen Produktionsstart und dem darauffolgenden Ramp-up. Extrem spannende Momente für das ganze Team. Wir sind aktuell 300 Mitarbeiter und werden in den nächsten Monaten als erste Anwendung Chips für die Elektrowerkzeuge, für den Bosch-Eigenbedarf herstellen und dann ab September auch in die Fertigung von Chips für die Automobilindustrie einsteigen. Dort ist die erste große Anwendung die Elektrolenkung. Von daher spannende Zeit. Das Feld ist bestellt. Mein Vorgänger Otto Graf hat hier in 4 Jahren Boschs modernstes Werk aufgebaut. Und jetzt geht es darum, gemeinsam mit dem Team den Einstieg in die Serienfertigung zu schaffen. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank. Wir brauchen große Unternehmen, wir brauchen große Ansiedlungen, weil sie wiederum eine große Wirkung haben. Jedes Unternehmen, was sich hier ansiedelt, bringt nochmal indirekt einen Faktor 4 mit. Das heißt, Unternehmen, die sich ringsherum ansiedeln, schaffen nochmal bis zu 4-mal so viele Arbeitsplätze. Und das ist also auch für Sachsen eine sehr, sehr wichtige Frage, wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen.